Resident Evil 3. Lange drauf gewartet, endlich ist es soweit. Musik macht schon mal Spaß. So, Kai 4K. Die Epidemie verbreitet sich schneller als jede andere Krankheit der jüngsten Geschichte. Klingt wie Corona, Leute. Der CDC hat den unteren mittleren Westen der USA unter Quarantäne gestellt. Das kommt euch bekannt vor, oder? Verbindlichkeit, Ehrlichkeit, Integrität. Das sind die Grundwerte, die das Fundament von Umbrella bilden. Und der Corona steckt eigentlich auch Umbrella, Leute. Bin ich mir sicher. Ah ja! Da bauen sie schon den Typen. Der wird mir so hart auf den Sack gehen, Leute. Resident Evil 3. Codename Nemesis. Ich habe auch ganz vergessen, wie Jill jetzt nach Raccoon City kommt. Es ist ja eigentlich direkt nach dem Einser. Findet ihr übrigens auch auf meinem Channel. Okay. Also wenn ich gerade chill bin, habe ich hier die letzte Bude erwischt. Du sollst dich mal Gedanken machen, ob sie den richtigen Job macht. Looking good. Ich glaube, wir müssen hier ins Badezimmer. Ist da jemand? Knarre! Es geht ab! Die träumt doch. Kannst mir nicht erzählen. Alter, da würde ich mir aber auch ganz schnell einen Headshot geben, du. Okay, fängt schon mal gut an. Was zur Hölle? So, jetzt erstmal einen Schnaps reinknallen. Muss noch wieder. Oh ja. Aber das wird so schnell nichts. Dass die überhaupt noch hier rumhängt, Alter. 4K-TV ist auch nicht am Start. Okay, was haben wir hier? Licht. Alter. Jay ist jetzt voll der Medikamenten-Junkie. Hallo? So finster hier. Das ist ja irgendwie eklig. Jetzt erschreckt man bestimmt. Ich hab schon richtig Schiss. Ah ne, alles gut.
So, Wiederholung. Ah, sieht schon besser aus. Das Outfit kommt schon cooler. Also finde ich, als dieses neue, was sie da hat. Okay. 28. September, 20.07 Uhr, Raccoon City. Wie kann das sein? Das finden wir gleich raus, Alter. Wo ist denn hier das Telefon? Ich kenne mich in meiner eigenen Bude nicht aus. Scheiße. Komplett lost. Ach, da drüben. Jills Bericht. Lesen jetzt mal durch. Seit dem Vorfall mit Umbrella sind bereits 2 Monate vergangen. Wegen meiner Suspendierung sind meine Ermittlungen leider nicht so weit fortgeschritten, wie ich es mir erhofft hatte. Vielleicht wird dieser Bericht der letzte Dienst sein, den ich als Stars-Mitglied verübe. Ich kann nur hoffen, dass es hilft, die Wahrheit ans Licht zu bringen. Das T-Virus. Die von diesem Virus Infizierten scheinen sich buchstäblich Zombies zu verwandeln. Das Virus scheint sich über die verschiedenen Arten zu verbreiten. Ein Biss von einer infizierten Person durch die Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden. Kontakt mit Krähen, die infiziertes Aas gefressen haben. Aufgrund der Stärke des Virus kann auch eine erogene Übertragung nicht ausgeschlossen werden. Man sollte jedoch beachten, dass bei den Überlebenden des Vorfalls noch keine Symptome aufgetreten sind. Es ist unklar, ob dies daran liegt, dass das Virus eine lange Inkubationszeit hat oder daran, dass wir zufällig gegen die Infektion resistent waren. Wir sollten auch nach Ende dieser Untersuchungszeit wachsam bleiben. Was mich anbelangt, so bin ich abgesehen von ein paar Schlafproblemen in guter Verfassung. Ich sollte dennoch nicht so hoffnungsvoll sein. Immerhin könnte dieser nur eine verlängerte Inkubationszeit sein. Okay, wir gehen mal ans Telefon. Es geht mir hart auf den Sack. Ja, ja, ein Moment, Alter. Lässt es halt schon ungefähr eine Stunde klingeln. Sorry. Bist du das? Du musst sofort raus da! Wovon redest du denn? Ich kann's jetzt nicht erklären! Du musst da raus! Sofort! Okay, lass mich meine... Holy shit! Geht es jetzt schon los? Alter, geht mir der Typ jetzt schon auf den Sack? Alter! Schieß ihm in die Fresse! Chokeslam! Die Tür zu machen wir nicht viel bringen, Oma! Oh, schnell weg hier! Lauf! Holy shit! Ja, ja, schieb das Ding zu, Alter! Du sagst es schnell raus hier, Alter. Mir geht schon wieder cool die Party ab. Schau dir dann. Ich schwöre, der verarscht, der erwischt mich noch. Der, holy fuck. Das dachte ich mir aber fast. Alter Junge, du gehst mir ja jetzt schon auf die Eier. Go, go, chill. Sehr schön. Ja, Jill ist tough. Na, no, schnell weiter. Er hätte es da auch oben in der Etage durchgehen können, nur mal so zur Info. Holy shit. Ich weiß nicht, ob das eine rote Pflanze war, aber ich habe zu viel Schiss, ich muss runter. Oh! Holy shit! Bin ich erschrocken! Man hat's mir jetzt nicht angesehen, Alter, aber. Okay, der Typ versteht halt überhaupt keinen Spaß. Run! Go, Jill! Und der Typ irgendwie an der Wand fest? Boah, Alter! Alter, der Typ hat das ganze Haus abgeräumt. Was geht ab? Alter. Aus der Stadt fliehen. Das ist euer oberstes Ziel übrigens. Hier drüben.
Ja, ist super, Junge. Jetzt mal helfen können. Geht's dir gut? Was war das für ein Ding? Keine Ahnung. Aber es ist hinter den zwei letzten Stars her, die noch in der Stadt sind. Dir und mir. Ich bleib nicht hier. Sieh dich um. Je länger wir warten, desto schlimmer wird's. Der Typ wird bestimmt zernudelt. No spoilers. Sorry. Also ich weiß es nicht. Weiß nicht. Aber eine Katastrophe führt immer zur nächsten. Ist wie Arkley, nur viel schlimmer. Hey, hey, warte! Hier unten! Verdammt nochmal! Es sieht schon, also Leute, so grafisch, ne? Mega. Alter, da haut's mir gerade mega einen Vogel raus. Was geht ab? Zombie-Outbreak? Los, Bruder, muss los! Sauber, Alter, gute Nummer. Mal, hier ist das Holzschild auf die Typen geschmissen. Was für ein Schmutztyp, Alter! Er ist wie ein Held gestorben, meine Freunde. Oh, eine Knarre! Time to go, bitches! Oh nein. Also ich dir muss es jetzt scheinbar geben, oder? Ja, jetzt kommt wieder mein Aim zu... Alter! Schmutztyp. Also bei den ganzen Games heutzutage ein Aim braucht. Ja, ist halt ziemlich scheiße für mich, aber naja. Was laberst du, Junge? Okay, das ist ein Zombie, Mann. Oder? Nö. Ah, an die Stelle kann ich mich sogar erinnern. Wirklich sicher ist es nur hier drin. Nee. Du bist ziemlich dumm. Aber okay. Sir, wie heißen Sie? Ich kann Sie nicht zurücklassen. Dario Russell. Ja, sicher. Du willst doch nur mal versteckt für dich. Ja, genau. Woanders, Fräulein. Fräulein. So ist ein Spasti, Alter. Egal. Let's keep it up, man. Munition, Bitches. Alter, hier. Inventar ziemlich begrenzt. Alter, das sind Hunde, da habe ich gar keinen Null Bock drauf. Sage ich euch, wie es ist. Oh, Mann. Alter. Das Spiel ist mega geil. Servus. Aufzug? Holy fuck. Okay, Junge. Aha, Übersteigerschock gemacht. Ja, komm rein mit dir. Chill. Get off, bitch! Scheiße, ich bin schon zwei, dreimal richtig übel erschrocken, Mann. Das ist geil, Leute. Ja. Einfach jetzt in den Hubschrauber steigen, wegfliegen, Spiel durchgespielt.
Das war so klar. Jetzt kommt wieder der Hannes, oder? Na klar. Time to play the game. Junge! Bruder muss los! War ja klar. Geh an, scheiß Schmitzkiste! Bring an, verdammt! Fein über den Haufen! Oder! Gib Kick, Junge! Oida! Alter, Jill Valentine, krasseste Ische aller Zeiten, Mann. Holy shit. Der Typ. Erstmal Liegestützen machen. Oh Mann. Ich bin begeistert, Leute. Bin gerade echt begeistert. Das Spiel macht gerade richtig Bock. Holy shit. So, jetzt hat. Ich muss los. Hey, Arschloch! Carlos! Alter, der Typ in Raketenwerfer schaut aus. Ja, Alter, schau mal, der Typ, er ist nicht wirklich im Arsch.